Hallo Freunde und willkommen. In diesem ganz kurzen Video will ich euch schnell zeigen, wie wir unser Windows 10 Rechner in den abgesicherten Modus starten können, da die Frage doch hin und wieder mal kommt. Das gilt jetzt ja auch für Windows 8 und 8.1. Ja, Wege gibt es da natürlich mehrere. Ich werde euch jetzt hier einfach einen zeigen, und zwar hier über die Windows Start Button einfach draufklicken, dann auf Einstellungen. Und hier wählen wir Update und Sicherheit, auf der linken Seite Wiederherstellung, dann hier auf Jetzt neu starten, ja, erweiterter Start hier, einfach auf Jetzt neu starten draufklicken. Ja, dann bekommen wir hier diese Optionen, gehen wir hier auf Problembehandlung, erweiterte Optionen. Und hier Starteinstellungen, einfach draufklicken. Hier sehen wir schon die Optionen. Wir müssen einmal neu starten, jetzt indem wir einfach auf den Button da neu starten klicken. Und nachdem genau der PC jetzt neu gestartet ist, hier haben wir hier die Optionen hier, ja, 1, 2, 3, 4, 5. Wir brauchen jetzt hier den abgesicherten Modus aktivieren, ja, die 4, also einfach die Taste 4 drücken und schon startet jetzt unser Windows, unser Rechner, ja, in den abgesicherten Modus. Das dauert ein paar Sekunden und schon, ja, ist unser Windows jetzt in den abgesicherten Modus gleich. Der startet jetzt einmal neu und dauert einen kleinen Moment hier irgendwie. Genau, jetzt einfach unser Passwort hier nochmal eingeben und schon sind wir in den abgesicherten Modus hier. Ja, wie gesagt, da gibt es ein paar andere Wege auch, aber okay, das erfüllt auch seinen Zweck hier. Genau, das war es auch schon alles. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.